Session. Sehr schön. Sehr schön. Nein. Konzert habe ich doch. Kopfplatte. Guck mal, siehst du mal, wie klein die Abteilung ist. Gell, das ist. Annika? Da fand ich, das war Session Frankfurt schon. Das ist eine 60 PF. 3000 kostet die. Wow! Die waren in Frankfurt jetzt nicht. Ist das nicht ein bisschen anfällig? Nee, nee, das ist nur noch durchbrochene Kopfplatte. Das ist eine 59er Hanika. Fällt mir das Schallochrosette, sieht grauenvoll aus. Ich finde auch irgendwie. Ganz schlimm. Da kannst du auch nicht gut verkaufen. Mittlerweile macht er sie mit, wieder mit dem runden Schallochrosette. Ja, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Das ist eine neue 58er PF. Hanika. So, und wenn du jetzt hier auf die Decke schaust, siehst du diese Querwellen da drin? Ja. Diese, das ist die Querstahligkeit, und auf die kommt es an. Weil die ist ja von der Maserung ultra fein. Ja. Ja, hier siehst du dann das schon. Sieht ja aus wie aus einem Stück, ne? Ist, finde ich persönlich nicht sehr schön, weil die Decke ist nicht homogen. Ja, das stimmt. Ja. Und, ja. Was haben wir denn hier noch? Eine 54 PF, das ist zum Beispiel die Gitarre. Das ist jetzt interessant, sowas. Die kostet jetzt 1100. Das ist zum Beispiel eine schöne Gitarre. Schlicht, klingt aber saugut. Da siehst du jetzt eine, das ist so wie meine Fichtendecke. Ist halt die gleiche Kategorie, also ich habe Mittelklasse und das ist auch eine Hanika Mittelklasse. Sieht schön 3D aus, ne? Ja, schöne Gitarre ist das. Aber das ist aber auch kein Rosewood, das ist kein... Das ist Ebenholz. Ebenholz, genau, das ist nämlich eine, dunkler eine und Stufe fester. Drüber. Mhm. Cetroholz verstärkt mit Palisander. Ebenholz Einlage und oben die Kopfplatte. Siehst du, da haben sie angeklebt. Das ist ein deutscher Hals. Deutscher Hals. Deutscher Hals. So, jetzt guckst du mal rein, da siehst du innen drin nur so ein kleines Klötzchen. Ja. Pass auf, das wird folgendermaßen gemacht. Der Korb wird reingesteckt, oder? Ja, Nut und Feder. Ja, genau. Und der Klotz wird dann einfach von innen dagegen geleimt. Und das war's? Das ist die deutsche Bauweise. Okay. Ja. Meine Hanika hat das auch. Die Hanika macht das bis in die Mittelpreislage. Und dann... ab der... Das ist ein Equalizer. Ich kann hier... Ja, Entschuldigung. Warum, ne? Ich habe nur gerade gesehen, eine Akustikgitarre. Und hier siehst du... Warte mal. Da siehst du hier unten einen Hals. Der andere war eckig. Genau, und da ist der Hals und das ist ein Teil. Ach so, komplett durchgehend. Ja, das durchgehend bis innen hinein. Da wird der Korpus an den Hals herangeleimt. Aber von der Seite. Drin, das wird anders gemacht. Da wird Korpus und Hals zusammengebaut. Und bei der deutschen Bauweise wird nur der Korpus gebaut und nur der Hals und wird dann miteinander verheiratet. Ah. Ein Riesenunterschied. Aber jetzt mal so. Guck mal, der macht die neuen Schallermechaniken drauf. Die habe ich aber Hanika noch nie gesehen. Die sind aber schick. Die sind wirklich offene Mechaniken. Schön. Ja, die sind ja bei Konzert wieder immer. Achso, immer. Immer, okay. Prinzipiell. Ja, nee, dann mach doch kurz mal an. Ich gebe mal Handy her. Oder so, da hast du ein bisschen Bewegungsfreiheit. Und wir bewegen sich. 18:1. Bewegen sich gut. Die klingt schön. Wirklich das ist eine schöne Gitarre. Muss ich wirklich sagen. Für wie viel? 1700. Mit Koffer. Das ist ein Hiscox-Koffer dabei. Der kostet der Hiscox-Koffer allein schon 210 Euro. Ist das eine neue Serie? Das ist die neue 58er-Serie. Die hatte früher, kennst du die, oben hatte die so Intarsien. Ja, ja, ja. Genau.
aber die sieht schön aus. Und die hat einen anderen Hals, eine andere Halsform als meine. Die ist breiter. Nee, nein, der ist das deswegen ist flacher. Aber breiter. Die Schulter nein. hier ist flacher. Okay. Bei mir ist der dicker, der Hals. Also wie ein C bei dir. Oder, ja, kann das, sind beides D-Formen, ja. Der Hanika nennt das D1, D2. Ah, weil durch die Abrundung hier. Ja, nehmen. Genau. Der ist flacher, das ist je nachdem, was man halt lieber mag. Was auch wieder schön ist, ist das hier. Ja, das wirkt gut. Das wirkt echt nobel. Und dann nennt das Natural, diese Lackierung. Das ist kein Lack, das ist eine, ein Wachs. Ach, ein Wachs? Ja. Ach, der Wachs, die. Sehr schön. Ja, also muss man sagen, geile Gitarre. Ist nett, ja. Sehr gut. So. Jetzt wollen wir mal die 60 PF dagegen. Die hier. Okay. Die 3000. Die habe ich noch nie gespielt. Okay, mach das. Und mal hören, ob 3000. Fühl dich frei. 3000 Hand. Was ein. Das ist Porno für die Augen. Ja, oder? Guck dir. Also wenn du das siehst. Vor allen Dingen, das ist kein Plastik. Das nein, das ist alles Holz. Holzbindings. Alles Holzbindings. Auch wieder mit Fichtendecke. Du siehst hier Abalone. Die Querstreifung siehst du hier ganz stark. Oh ja, jetzt sehe ich es. Hier auch, ne? Mhm. Das macht eine gute Decke aus. Und du siehst, die ist durchaus grob hier. Ja. Hier feiner, aber die Querstreifung. Ja, das sieht man so gut. Aber die ist auch nicht so dick. Schau mal die Mechaniken an. Die sind das sieht aus wie eine Sloan-Mechanik. Aber schade, dass da kein Dings draufsteht, ne? Kein Name. Sonst könnte man das besser verifizieren. Wir spielen sie mal an, mal sehen, ob sie die 3000 Euro wert ist. Ja, wir haben ja schon inzwischen Frankfurt gehört. Dass das nicht immer der Fall sein muss, gell? Sagst du? Für 3000 überzeugt mich das mal so überhaupt nicht. So gar nicht. So überhaupt nicht. Ich kann ja sagen, warum. So, Sustain ist gut, Ansprache ist gut, laut ist gut. Aber präzise ist es nicht. Aber so. Der, weiß ich, die an, die da. Die klingt sauber. Die klang vielleicht nicht ganz so filigran, ja. Aber die hatte gleich einen schönen, runden, aussagekräftigen Ton, der vielleicht nicht konzertant ist, aber sagen wir mal auch den geübten Gitarristen mehr als zufriedenstellen kann. Ja, definitiv. Ja. Jetzt nehmen wir nochmal die 59er, denn die kostet 2,3. 2,3. Darf ich mal kurz auf das Label die gucken? Hat jetzt wieder, die hat jetzt so Rupner-Mechaniken. 59 SF. S für? SF, das ist Santos Palisander. Oh, und guck mal hier. Auf sowas stehe ich ja, gell? Ja? Ja, ich mag das so. Okay. Aaron, haben Sie voll die Äste abgesägt. Ja, ich weiß. Da ist ein bisschen dunkler, aber gut. Santos Palisander. Los Santos. Mal sehen, wie die ist, jetzt bin ich mal gespannt. Mechaniken sind auch hier Standard, ne? Rupner. Rupner. Meine präferierten Mechaniken, weil... Hast du die nicht erneuert bei dir? Die ist teuersten genommen, 170 Euro. Mit Kugel, kugelgelagerte Beinwellen. Gelagert. Und
und innen drin nochmal diese Aluminium-Beinwellen, genau. Und innen drin Kugellager. Boah. Hast du das selbst gemacht oder machen lassen? Naja, gut. Naja, 700 Euro Unterschied, ist aber eine ganze Preislage, eine ganze Klasse, würde der Hanika jetzt sagen. Ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Die gibt es mittlerweile in Rund, da gibt es eine der in Brilon. Brilon? In Brilon, der bietet die an mit einem Cocobolo-Korpus für 1700. Müssten wir auch nennen. Nennt sich auch ein 59er mit der runden Schaloch-Gitarre. Mhm. Das ist aber eine schöne Gitarre, die gefällt mir besser als die andere. Ja. Aber das Geld brauchst du nicht ausgeben, weil die für 1700 die ist nicht schlechter. Ja, nicht wesentlich. Ja. Was ist das für eine? Das ist eine 58CF. Das ist Cocobolo. Die gucken wir uns mal an. Das ist nämlich optisch. Ja, die sieht schon fein aus. Wow. Wie Mahagoni oder. Ja. Oh, Alter. Das ist die bei Dings. Die gibt es als 59er, ist eigentlich identisch weitestgehend. Die kommt es für 1700 beim Dings in Prima. Wunderschön. Oh, die muss man anspielen. Mhm. 2200. Wow. Ja, das sind Arbeitslagen hier. Da kriege ich auch mal ein bisschen feuchte Füße. Gefällt mir nicht. Die hat, die ist mir zu vom Klangbild zu dumpf. Ja. Ja. Als wären ein Wattebaustein. Genau. Da war die 59er besser, aber wenn ich schon wieder einen Favoriten hätte, würde ich sagen, die. Ja. Das ist uns das letzte Mal in Frankreich. Richtig auch. Da war es die günstigste Hanika für 700. Die war besser, genau, als die andere. Haben wir denn. Was Spanisches? Ja, Juan Hernandez. Juan Hernandez, genau. Hatten wir den 1130, die Professor ist das. Das probieren wir mal aus. Das ist nämlich die gleiche Kategorie wie sowas jetzt. Genau, wie die Hanika hier oben. Mittelklasse eigentlich schön gemacht. Schauen wir mal den Hals-Korpus-Übergang an. Sehr hübsch. Das ist eine kleine Gitarrenmanufaktur in Spanien mit sehr hohem Preis-Leistungs-Verhältnis, weil die Gitarren Hernandez noch nicht so einen großen Namen hat und dadurch sind die Gitarren deutlich günstiger. Bei gleicher Qualität wie zum Beispiel eine Ramirez. Echt? Bei Ramirez zahlst du auf jeden Fall den Preis mit. Okay. Also den natürlich brauchst du mit dem Preis. Ja, den klar. Namen. Den Namen. Ja. Auch schön. Billige Mechaniken drauf. Siehst du schon direkt? Mhm. China. Klingt die Scheiße. Komm. 1130 Euro. Überleg mal. Und dann, wir hatten das letzte Mal auch schon gehabt. Ja. Die Hanikas klangen immer am besten. Ja, aber warum? Ich kann es ja nicht sagen. Ist unser Ohr einfach so eingefahren, dass wir das nicht mehr hören? Dass das andere
anders, die Klang akzeptieren. Blass, ja, und die, dumpf. Ja. Und der hat wenig Höhen gehabt. Kein Glanz, kein nee. Glanz in den Höhen, das war. Das weg. War. Panika, fass du an. Ist klingt. Da. Hängt das vielleicht an den Seiten mitunter? Ach, die sind doch genauso gebaut. Ja, das ja? Heißt, also, da ist doch keine Gitarre mehr mit neuen Seiten. Was denn ist das für eine? Ja, die will ich nochmal sehen. 3-2. Das ist eine Lettis. Die wolltest du doch mal. Ja, ich habe die war doch in Frankfurt nicht da. Genau, Lettis. Ich habe noch nie eine Lettis gespielt. Boah, die ist aber auch schön, Alter. Die ist aber richtig. Guck dir mal die Schallrosette an. Ich guck dir gerne mal die Rosette an. Aber das ist schön gemacht. Ja, schön. Das ist kein Aufkleber. Nee, das ist Holz. Das ist kleinste Mikroholz aneinander gekriegt. Ich habe das immer gesehen. Sitzen da und ich weiß, ich habe da mal einen Workshop gesehen, wie die das machen. Das. Aber der ist aber auch schön. Das ist die Mechaniken sind auch. Alessi-Mechanik aus Italien. Okay. Alessi? Alessi, ja. Die machen doch auch andere Sachen. Kochtöpfe, guck ja, mal. Ja, genau. Guck mal, wie das aussieht. Da kann ich nur sagen, das ist ja ein Schmuckstück. Vor allen Dingen offenporig. Nichts ja, geplättet. Ist auch nur gewachsener Korpus ja. Wieder. Und Doppelbindings. Mhm. Alles echt Holz. Wobei dieses kleine, naja, gut. Auch ein Zierspann. Das ist ja mal schön. Ja, das ist ein Traum. Das ist ja ein Traum, das Teil. Aber wir reden hier halt hier über 3.200 Euro. Das ist schon mal. Das ist eine Ansage. Das ja? Ist eine Ansage. Da holen sich andere ein gebrauchtes Auto für. Guck dir mal die schönen Mechaniken an. Oh, ja, richtig cool. Die sind also die Mechanik cool. Kostet, wenn du sie so kaufst, kriegst du die nicht unter 300 Euro. Ach was. Nur die Mechanik, ja. Und das ist die Standardmechanik, die billigste war alles. Ja. Wunderschön, so wird man direkt verliebt. Ja, doch. Du siehst sie an. Laut. Kommt durch dieses Lattice. Aber nicht schlecht. Ja. Höchste Lage, muss man sich mal vorstellen. Nein, ich weiß genau, was in meinem Kopf vorgeht. So, das, jetzt will ich mal gucken, ob das, was ich gefühlt habe, auch so ist. Okay. Ein Gefühl trügt ja nie. Oder normalerweise Gefühle nicht. Emotionen ja, aber Gefühle nicht. So. Jetzt ehrlich nochmal. Okay. Die ist zum halben Preis. Genau, das ist hier die wieder. Die Hanika PF. Mit den Schallermechanik. Gut, die hat hier dieses... Streifenbinding nicht. Ja gut, aber das siehst du eh nicht, wenn es am Bauch optisch hängt. Optisch steht die der in nichts nach. Hat keine durchbrochene Kopfplatte, hat aber die schönen Schallermechaniken drauf. Mhm. Die sich übrigens hervorragend anfühlen. So, die Gitarre hat eine andere Halsform, bisschen kräftiger, bisschen dicker. Ja, ist das? Bisschen weniger System, ein bisschen weniger laut. Aber man muss sich wirklich überlegen, ob man dafür das Doppelte ausgeben will, weil der Klangcharakter an sich
Der ist nicht so ist fremd. Ja, deutlich, oder? Du merkst, dass du eine Hanika spielst. Das stimmt. So, und jetzt nehmen wir nochmal die 54er PF, die nochmal zwei Klassen drunter ist. Das ist diese hier, die wir als erstes in der Hand hatten. 54er PF. Stimmt, hast du die ja schon? Ja. Das ist jetzt wieder meine Güteklasse, die ich zu Hause habe. Mhm. Ja. Immer nur ein Ticken. Also ich würde es glaube ich so machen, ich würde mir die da kaufen. Ja. Und das Geld, was ich zu der gespart habe, würde ich dann in den Urlaub fahren und nochmal einkaufen gehen. Ja, das ist gut. Sehr schön, aber trotz alledem. Und wie immer haben mich die Spanier zutiefst enttäuscht. Tja. So, jetzt machen wir wieder ein Cross. Hanika 52 AF. Meine Gitarre. Ja, ach. Stimmt, diesmal hast du deine gar nicht dabei. Ja. Aber für 899 Tacken. 1100 kostet die jetzt. Nicht so schön wie meine? Nee, die ist so. Nö, nicht ja. So schön. Deine aber, ist. Aber gut. Einfach mal. Schöne Decke. Mhm. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich dagegen schlägt. Ich mag halt gerne helle Gitarren, das gebe ich ja zu. Ah ja, gut, das ist Geschmackssache, oder? Danke. Wenn wir Fragen haben, schreien wir laut. Das Ohr würde ich sagen, das ist ein gutes Mittelmaß zwischen ja. Den. Die ist sogar in der Oberklasse, spielt die hier mit. Also ganz ehrlich, im Diskant kannst du es locker mithalten, ja. Da fand ich sie besser sogar als die. Ja, definitiv. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wir haben hier eine Gitarre für 900 Euro. Voll massiv, genauso aus der Manufaktur kommen wie die. Alles die gleichen, Hanika. Da kann ich nur sagen, und mal ganz im Ernst, Ahorn klingt doch jetzt nicht spitzer als Palisade. Nein. Gar nicht. Nein. Und da muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt Geld sparen wollte und habe eine gute Gitarre, nehme ich die für 900. Richtig. Da habe ich den besten Schnapper gemacht, den Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau, richtig. Kann man, glaube ich, kann man so sagen, lassen, ja. Ne? Und das bestärkt mich wieder darin, dass ich zu Hause diese Hanika für 680 Euro nagelneu gekauft habe. Hast du einen Top-Deal gemacht. Das war der Deal überhaupt. Aber du hättest genauso gut auch reinfallen können, indem, genau, das ist immer 50-50. Aber Glück gehabt. Aber richtig. Ja, das stimmt. Aber richtig. Ich habe das natürlich gerne, wenn ich feststellen muss, dass ich für kleines Geld eine sehr gute Gitarre habe, wo ich ja auch immer danach strebe, noch weiter, noch größer, noch besser und habe kein Geld. Ja, gut, klar. Ja. Hast du definitiv recht. So, jetzt gucken wir doch mal, was wir hier noch so hängen haben. Ja, aber... Sieht schön aus. Alhambra 539. Das ist ein Deckenriss. Das ist ein Golpeador. Ach was. Ein Nagelschutz. Ach, jetzt sehe ich es. Also, so siehst du es nicht. Das ist eine Flamenca Blanca. Schmaler Korpus. Guck dir das mal an. Deutlich dünner. Typisch ja, Flamenco. Um Zentimeter zwei? Ja. Typisch Flamenco-Gitarre. Flamenco-Gitarren sollen hauptsächlich aus der Mitte kommen und laut. Okay, kein Bass aufbauen. Nein, so richtig. Die sollen ja, wenn die Flamenco-Tänzerin stampft, ist stimmt. Die so laut, das, die Gitarre muss laut sein. Okay.
Ja. Aber ich nehme mal hier diese Alhambra, weil die gefällt mir sehr gut. Ah ja. Optisch. Das ist die größte spanische Manufaktur. Okay. Wunderschöne Schalochrosette. Da haben wir jetzt hier wieder einen furnierten Korpus. Bodenzarge, furniert, Decke, Massivzeder. Und auch nicht so teuer. Nicht so teuer. Und jetzt wollen wir mal reinhören. Alhambra. Auch sehr ist werksseitig zum. Ja, ja, da muss man ein bisschen dran arbeiten. Da muss man auch Abstriche machen. Mhm, klar. Zum Preis. Klar. Ich muss dann nur dazu sagen, wenn du eine Hanika in der Hand gehabt hast, dann willst du keine anderen mehr. Die sind prinzipiell perfekt. Das sagt jeder. Ob er sie mag oder nicht, aber ja, die Verarbeitung ist perfekt. Und wenn du den Standard gewohnt bist, hast du ein Problem. Ja, richtig. Oh Gott. Oh. Mechanik. Hört mal, sie knattert. Seid ihr beschäftigt in dem Raum? Oder? Nee, nein, 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 der Raum ist frei. Wir machen das hier so vorne. Fürs Geld in Ordnung. Ja? Würde ich trotzdem 200 drauflegen für eine Hanika. Und das probieren wir jetzt aus. Dann lasse ich sie doch in der Hand. Ja. Bevor wir wieder hin und her. So, jetzt nehmen wir eine einfache. Ja gut, die kosten mittlerweile auch schon 900. Haben wir auch eine günstige. Eine 600er Hanika? 888. Was haben wir eine billigere. Die mit dem Mahagoni-Kopf. Für 259. Nein, die kann man nicht. Ich weiß, was du, welche du meinst. Weißt du, was wir machen? Nein. Wir hören uns mal eine 50er PC an. Das ist die kleinste Serie von Hanika. Mhm. Zederndecke und ein Palisander-Korpus. Okay. Ja. Ganz schlicht, keine okay. Bindings. Nix. Nur auf der Decke ein bisschen. Kleinstes Modell. Das allerkleinste wäre jetzt mit Mahagoni-Korpus. Haben sie aber nicht da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob eine Hanika Zederndecke auch so schön singen kann, wie eine Fichtendecke. Ja, dann normalerweise machen sie das nicht so gern. Das hörst du, ja? 899, also 900 Euro. Und jetzt machen wir nochmal den Vergleich. Ich habe leider nur eine Hand. Macht nichts. Mit einer Fichtendecke. Okay. Die gleiche Gitarre mit Fichtendecke. Fichte. Das ist die links neben dran? Ja. Oder? Und jetzt wirst du feststellen, dass die ganz anders klingt. Und deswegen stehe ich auf Fichtendecke. Pass auf, was die jetzt macht. Okay.
jetzt etwas passiert, was ich nicht erwartet hätte, dass die Fichtendecke nicht so schön klingt wie die Zedrendecke. Die ist warmer. Die klang wärmer, wärmer und etwas saftiger. Und normalerweise ist die Fichtendecke so ein bisschen seidiger und oben raus ein bisschen singender. Mhm. Das kann jetzt natürlich sein, dass nach der Einspielzeit von mehreren hundert Stunden die natürlich so gewinnt, dass sie die singendere wird. Aber okay, wir haben gesehen, bei dieser hier, die konnte das sofort. Stimmt. Und die kostet genauso viel. Ha! Die kostet normalerweise 1050, also damals, 2015. Ja. Jetzt kostet sie 1100 und diese hier ist 200 Euro billiger. Ja. Etwas einfachere Decke drauf, das ist eine 4er-Sortierung. Heute ist es nur noch eine 3, also hier eine 3er-Sortierung. Ja, meine Baujahr 2015 hat eine 2er-Sortierung. Okay. Die haben das folgendermaßen gemacht, um die Gitarren preislich anzupassen, haben sie die Holzqualität eine Notenstufe runtergenommen und den Preis etwas erhöht. Da haben sie sich in beiden Seiten ausgedehnt, aber die Instrumente sind, ich will nicht sagen weniger wertig, aber die Holzqualität ist niedriger bei höherem Preis. Schade. Geht nicht anders, weil der Martin hat gesagt, die Holzpreise wären enorm gestiegen. Ja gut, die Nachfrage ist groß. Ja. Die Wälder werden immer weniger. Ja. Bäume wachsen nicht so schnell nach. Das stimmt, ein gutes Holz. Heute kommt ostindischer Palisander aus Indonesien. Wird dort auf Plantagen nachgezüchtet, ist lange nicht mehr so gut wie früher. Deswegen, alte Gitarren, ja, haben noch ein richtig schönes Holz. Ja, ja, das gibt es heute auch nicht mehr. Nee. Weil es gibt ja auch Hölzer, zum Beispiel dieses Rio-Palisander. Das ist verboten zu verarbeiten. Ach was. Steht unter Naturschutz, darf nicht mehr verwendet werden. Nur noch gelagertes Rio Palisander mit Zertifikat. Das ist ja wie wenn du eine, ja keine Ahnung. Goldgrube. Wenn du das noch hast, wenn du noch gelagerten Rio Palisander hast, der ist ja dann schon viele Jahrzehnte alt. Richtig. Den kannst du für ein Vermögen verkaufen. Klanglich ist er noch nicht mal so herausragend. Er ist halt selten und er wurde halt traditionell früher verwendet und man kriegt ihn nicht mehr. Okay. Und dann ist Angebot alles, Nachfrage. Alles was nicht mehr gibt, will jeder haben. Ja, genau. Also Fazit, wie hier auch wieder, die günstigen Hanikas sind schon so gut, dass der Sprung zu den großen fast schon nicht gerechtfertigt erscheint. Das ist so. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fantastisch bei der Hanika-Gitarre und standardmäßig können diese Gitarren von Anfang an schon singen. Das ist eigentlich das Schönste, was man der Gitarre nachsagen kann. Das stimmt. Dankeschön für dein Feedback.